Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist eine Theorie, die die elementaren Bausteine von Materie beschreibt und ihre Wechselwirkungen untereinander erklärt. Dem Standardmodell zufolge interagieren die grundlegendsten Bausteine der Materie, nämlich die Fermionen, miteinander, indem sie Bosonen austauschen. Aber das kann nicht die endgültige Theorie sein. Es muss noch eine andere, breitere Theorie geben, die das Standardmodell umfasst und die Probleme löst und erklärt, die das Standardmodell unbeantwortet lässt. Supersymmetrie ist eine mögliche Erweiterung des Standardmodells. Es ist sogar eine sehr elegante und verheißungsvolle Erweiterung. Theoretikern zufolge ist es die natürlichste Erweiterung des Standardmodells, die man sich vorstellen kann. Supersymmetrie besagt, dass es zu jedem Fermion im Standardmodell, also für jedes Partikel mit einem halbzahligen Spin, einen Partner gibt, der ein Boson ist. Und auch andersrum. Für jedes Boson im Standardmodell gibt es einen Superpartner, der ein Fermion ist. Das ist die grundlegende Idee hinter Supersymmetrie. Ich suche nach einem dieser supersymmetrischen Teilchen. Das Partikel, das ich suche, heißt STOP. Es ist der supersymmetrische Partner des Teilchens TOP aus dem Standardmodell. Wir haben in einem weiten Massenbereich nach diesen Teilchen gesucht. Unter verschiedenen Annahmen über die Natur und die Massen der anderen supersymmetrischen Partikel, die bei solchen Suchen immer eine Rolle spielen. Bislang haben wir noch keine supersymmetrischen Teilchen gefunden. Aber bald werden wir wieder mit der Datennahme anfangen, mit einer höheren Energie als der, mit der wir bisher gearbeitet haben. Es ist also absolut möglich. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass supersymmetrische Teilchen auftauchen, wenn wir den Betrieb wieder aufnehmen. Es ist dennoch wichtig, dass wir unsere Ergebnisse veröffentlichen, damit wir sagen können, wir haben in einem bestimmten Teil des Parameterraums bereits nachgeschaut, darin aber nicht gefunden, was wir gesucht haben, und können diese Parameter daher ausschließen. Für Theoretiker ist es interessant zu wissen, wo es keinen Hinweis auf neue Physik gibt. Wir benutzen diese Informationen als Input, um die nächste Generation von Theorien der Elementarteilchenphysik zu entwickeln.